Also ich habe mich für ein duales Studium entschieden, da ich schon vorher, also ich habe eine Ausbildung im Handwerk schon gemacht, wollte dann aber ganz gerne noch weitermachen und wollte tiefer in die Materie einsteigen. Ja, dadurch, dass ich ja schon quasi in der Ausbildung angefangen habe, Geld zu verdienen, ja, war das natürlich auch ein netter Aspekt und wollte das gerne so, ja, weiter behalten und habe mich deswegen für ein duales Studium entschieden. Man kannte das schon einfach, die PRWT, sie genießt hier im Raum sehr guten Ruf und natürlich, dann wollte man hier in der Ecke bleiben. Cool ist an dem Studium, dass wir viel auch programmieren. Also das war vorher in meiner Ausbildung eigentlich, ja, da war es halt dann Maschinensteuerung, also Tierportal oder so. Und hier ist es dann jetzt wirklich ja richtig C++ und man schreibt eine Anwendung, auch dann in Software Engineering schreibt man dann mit vier Leuten ein Projekt. Und das ist halt irgendwie ganz cool, das macht Spaß. Das ist einfach interessant und auch zukunftsweisend, weil Programmierung wird doch immer wichtiger, immer mehr ist automatisiert und wird programmiert und ja, das spornt an und macht Spaß. Als Tipp kann ich nennen, man muss einfach wirklich sagen, man muss Lust drauf haben, man muss richtig dafür, ja, man muss Bock drauf haben, man muss dafür brennen und dann funktioniert das auch. Also ich war in der Schule auch nicht der Beste, hatte, da war das duale Studium auch schon drin, aber da, oder eine Überlegung, aber ich war halt einfach, ja, von den Noten her so, dass man gesagt hat, nee, ist jetzt nicht, dass es unbedingt dafür reicht. In der Ausbildung habe ich mich voll reingehängt, habe dann damit mich quasi für die Firmen attraktiv gemacht, für ein duales Studium und gezeigt, dass ich Lust habe und jetzt im Studium, ja, es ist klar, es ist viel Arbeit, man muss sich hinsetzen, aber wenn man dazu Bock hat, dann geht die Zeit auch rum, die Tage fliegen. Das ist einfach das Wichtigste, Lust zu haben, sich hinzusetzen, sich motivieren zu können, dann läuft das.